Servus und willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute geht es gegen Augsburg ins Stadion. Ich freue mich mega, mega doll drauf und es wird ein Special-Vlog, denn heute wird, denke ich, was passieren, was ihr selbst noch nicht gesehen habt. Ich muss auch gucken, wie ich überhaupt mitfilmen kann, denn heute geht es in die VIP-Lounge bzw. in so eine Eventbox und ich bin so aufgeregt, dank Gillette, weil ich dort Tickets gewonnen habe. Man konnte nämlich bei so einem Gewinnspiel mitmachen, wo man ein Bild auf Instagram posten musste mit dem Hashtag und da habe ich gewonnen und ich bin sehr dankbar darüber. Und ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich, dass das Spiel super gut ausgeht. Dann bin ich mega, mega glücklich, dass ich überhaupt hin kann, da ich ja leider an Corona infiziert war. Und ja, dadurch kann es sein, dass ich diesmal nicht so dolle mitschreie oder sonstiges im Stadion, weil mir einfach noch ein bisschen die Luft fehlt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und es ist nicht so schlimm. Aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. So, wir machen gerade eine kleine Rast. Wir müssen noch ungefähr 2 Stunden noch was fahren. Yes, ich bin gespannt. Ja, da müssen wir zwar noch ein bisschen an der Allianz Arena warten, weil wir noch nicht rein können, weil man kann erst 13 Uhr rein, aber das kriegen wir auch hin. Ich freue mich so. Oh mein Gott, es wird so schön. Und ich lerne auch mal noch eine andere TikTokerin kennen, die ungefähr denselben Content macht. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also, wir lassen uns mal überraschen. Die letzte Stunde noch, dann haben wir es geschafft. Ich freue mich. Wir sind jetzt im Parkhaus angekommen und laufen jetzt zur Arena. Yes! Wir sind in so einem Sonderparkhaus. Also mal gucken. Also wir sind irgendwie unter der Allianz Arena. Wir sind gerade im VIP-Bereich angekommen. Mega cool. Wir können uns hier unser Essen wählen und haben uns auch schon Trinken bestellt. Yes, das ist so ein schöner Ausblick. So sieht das Ganze aus. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ich esse. Und ja, es wird, denke ich, noch sehr cool. Da sind ein paar Bayern-Spieler. Hier seht ihr, wie die Spieler reinkommen. Sorry, dass ich das jetzt per Voice-Over aufnehme, aber leider hat man das durch die Scheiben gar nicht gehört, was im Stadion abging. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich lieber jetzt ein Voice-Over, anstatt dass ihr Restaurantgeräusche hört. Also ich hoffe, es geht auch so. Und ab jetzt könnt ihr einfach nur genießen. Yeah.
die Nummer 10, Arne Meyer, ist aus dem Spiel für ihn jetzt die 14 auf dem Platz, Jan Moravec. Und auch der FC Bayern München hat ausgewechselt für uns die Nummer 10, Leroy Sané, jetzt im Spiel mit der 11, Kingsley! Als ich Kimmich mit seinem Sohn spielen sehen habe. Wie süß ist das bitte? Wie süß kümmert er sich um seinen Sohn? Oh mein Gott, ich kann den Original-Sound nicht abspielen, weil das zu cringe ist, aber oh mein Gott, das ist so süß. So, das Spiel ist jetzt vorbei. Ich war relativ zufrieden. Also ich fand, die Pässe waren echt, echt schlecht, aber was soll man machen? Aber wir haben zumindest gewonnen, das ist die Hauptsache. Und ich bin sehr, sehr glücklich hier gewesen zu sein und in der VIP-Lounge zu sein, war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. War super. Jetzt im Hotel angekommen. Es war ein kleiner Stau bis hierher, aber es ging schon klar. Ja, wir gehen jetzt gleich noch kurz auf den Marienplatz und in die Stadt vielleicht und dann mal schauen, was der Tag so noch ergibt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon munter. Für uns geht's gleich zur Sebener Straße. Oh, ich bin gespannt, wie es wird. Wollen wir mal gucken, gönnt euch mal, wie das Bett hier in dem Hotel ist. Ich liebe es. Ich liebe dieses Hotel. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir können auch in 2 Wochen hier hin. Denn in 2 Wochen bin ich gegen Dortmund im Stadion. Ich freue mich mega drauf. Es ist mein erstes Mal gegen Dortmund. Es wird nice, denke ich. So, wir sind jetzt an der Sebener Straße angekommen. Wir haben sogar mit mehreren Spielern ein Bild machen können, also mit Pavard und Hernandez. Mega, mega cool. Die sind super sympathisch. Und ja, ich bin mega, mega glücklich. So, es ist jetzt 2 Tage nach dem Spiel und ich bin immer noch sprachlos. Ich kann es immer noch alles gar nicht realisieren, was da alles passiert ist. Und ja, die Heimfahrt war relativ anstrengend, aber wir sind richtig gut durchgekommen, also von daher top. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das YouTube-Video gefallen hat, ihr sehr viel Spaß hattet beim Zuschauen. Ihr könnt mir, wie gesagt, immer wieder gerne Verbesserungswünsche in die Kommentare schreiben. Diesmal war es halt wirklich ein bisschen schwierig zu filmen, weil wir zum Beispiel nicht mit der U-Bahn zum Stadion gefahren sind und alles drum und dran und in so einem Sonderbereich waren. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, lasst gerne Feedback da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich euch einen super schönen Tag. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr wisst Bescheid.